Hallo, willkommen im 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Top-Gold-Silber-Explorationsaktie mit Operationen in Yukon und British Columbia steigt weiter. Disclaimer. Gold-Silber-Projektgenerator in British Columbia und Yukon. Bricht gerade stark aus. Sie sehen es hier, das ist das mittelfristige Chart. Die Aktie hatte 2016 im dem Goldaktienbullenmarkt hier vom Januar bis September einen extremen Ausstieg. Sie ist im Grunde genommen, hat sich auf die Schnelle mal verzehnfacht. 2020 zumindest ist sie auch relativ stark gestiegen. Aber wir wissen ja, wir sind ja seitdem in der Korrektur. Und denke ich mal, hat Boden gefunden. Sie beginnt jetzt eben stark auszusteigen und ein ähnliches Ereignis hier wie 2016 könnte bevorstehen. Und natürlich, wenn Gold über 2000 Dollar steigt etc., natürlich dann auch den 1-Dollar-Bereich oder mehr. Das ist ja das interessante Potenzial. Ja, schauen wir nochmal ein bisschen auf die Ressourcen. Wir haben 441.000 Unzen Gold und 12 Millionen Unzen Silber, 2,52 Gramm pro Tonne, 71,5 Gramm pro Tonne Silber, also Medium, im IN3TS-Projekt, das sich in British Columbia befindet. Und dann haben sie eben noch ein Projekt oben weiter im Yukon und auch noch andere Projekte in British Columbia, auch teilweise hochgradiges Gold, auch hochgradiges Silber. Ich denke mal, das ist ein interessantes Unternehmen. Ungefähr, glaube ich, hat die 12, 14 Millionen Marktkapitalisierung. Ich denke mal, die hat einen Boden gefunden und ist im Grunde genommen steht auf der Abschussrampe sozusagen. Und natürlich, wenn Gold über 2000, 2300 Dollar steigt, dann können die sonst wohin steigen. Meiner Meinung nach interessante Aktie, sehr gute Rechtsgebiete, sollte man sich auf alle Fälle mal anschauen. Ja. Wohin können solche Goldaktien steigen? In den 1970er Jahren ist es dieses Phänomen passiert, dass eben, Sie haben es selbst gesehen, diese Aktie war, die letzte Aktie war auch bei 5 Cent oder 10 Cent, und Sie sehen, wohin die steigen können, wenn es wirklich zu einem Goldboom kommt. Daran glaubt jedoch keiner. Nichtsdestoweniger ist aktuell zu sehen, dass viele Top-Goldaktien, gerade Penny-Gold-Aktien aus von ihren Tiefen sich mal eben so verdoppeln und verdreifachen. Das findet jetzt schon statt, obwohl es noch keinerlei positives Gefühl für Gold und Silber gibt. Wenn das dann kommen sollte, sind alle diese Aktien schnell bei 1 Dollar und und dann kommt es eben darauf an, wie hoch eben der Goldpreis noch steigt und dann die Euphorie der Leute und dann können vielleicht ähnliche Bewertungen entstehen wie hier in den 1970er Jahren. Ein Argument dafür ist eben auch noch, sehen Sie das Chart hier. Dort ist, sehen Sie das Verhältnis von Goldaktien Gold. Und bis 1996 waren die wesentlich höher bewertet. Und dann ist Gold, also im Verhältnis, Goldaktien im Verhältnis zu Gold, völlig zerstört worden und hat eigentlich denn, das hatten Sie ja jetzt auch bei diesem Chart gesehen, 2016, also bei dieser Goldaktie, wo die dann so ausgebrochen ist. Seitdem wurde eigentlich der Tiefpunkt erreicht, dann ist es nochmal angestiegen. Und wie wir wissen, jetzt sind wir auch noch in sowas Ähnlichem wie eine Korrektur. Dafür ist der Boden noch abgefedert. Dafür haben wir auch im Prinzip keine Fallhöhe mehr. Und deswegen steigen auch die Goldaktien. Also ich denke mal, das Ganze hat die Chance, sich komplett umzudrehen. Mit einmal wird vielleicht in wenigen Monaten ein 20-jähriger Bärenmarkt in Goldaktien aufgehoben. Und das sind eindeutig die Zutaten für die größte Goldaktienrallye aller Zeiten. Ja, denke mal, außergewöhnlich interessante Situation. Wie gesagt, wir brauchen höhere Gold- und Silberpreise, aber nicht viel höhere Gold- und Silberpreise, damit diese extreme Unterbewertung bei Gold- und Silberaktien abgebaut wird. Ja, 1000-Bäcker-Report. Wir versuchen diese Art Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren, wenn möglich den Potenzialfaktor zu berechnen. Wir haben auch eine Excel-Strategie entwickelt. Was kauft man, wenn dieser Goldaktienboom vorbei ist?
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dann werden Sie über neue Videos sofort informiert. Vielleicht auch Like geben. Das führt nämlich dazu, dass der Algorithmus dann dieses Video auch anderen potenziellen interessierten Zuschauern auf YouTube aufgezeigt wird. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.